Hallo liebe App-Gefahrennutzer, wir sind hier in RailMaze Pro. Das haben wir euch in dieser Woche schon in einem kleinen Text vorgestellt und wollten das jetzt nochmal in einem Video zeigen. Eigentlich wollte ich das auf dem iPad machen, habe allerdings die iPhone-Version gekauft und deswegen zeigen wir euch jetzt da so ein paar kleine Ausschnitte. Ist aber baugleich, von daher kein großes Problem. Wir starten mal hier mit Labyrinth, dem ersten Paket, was zur Verfügung steht, und machen mal hier so ein einfaches Puzzle. Ja, und da sieht man ganz einfach, man muss vom Start bis zum Ziel kommen. Das geht ganz einfach, indem man hier die Gleise entsprechend setzt. Der Zug fährt los und schon haben wir es geschafft. Wie gesagt, hier keine große Herausforderung, aber es wird kniffliger. Wir wählen mal jetzt ein Level aus, was wir gerade gespielt haben. Das war In and Out, das ist ganz interessant. Und zwar haben wir da schon mehr Elemente, zum Beispiel diese Tunnel. Die sind farbig markiert und wir kommen jeweils dort raus, wo wir reingefahren sind, beziehungsweise dann am entsprechenden Gegenstück. Und dann müssen wir schauen, wie man das am besten hinkriegt. Ich hatte da vorhin schon mal eine Lösung. Also wir müssen irgendwie aus dem grünen Tunnel raus. Das heißt, wir fahren hier geradeaus, müssen die Weiche da stellen. Genau wie hier. Da fahren wir so. Und da müssen wir das noch einstellen und dann müsste es eigentlich klappen. Na, da kommt er wieder aus dem Tunnel raus. Durch grün und durch blau. Ja, da sieht man, da dauert das schon fast eine Minute hier. Und jetzt spielen wir einfach mal noch das nächste Level. Da weiß ich aber nicht, was mich da erwartet. So, müssen wir mal schauen. Oben Start, unten Ziel. Da muss ich hier auf jeden Fall schon mal die Weiche setzen. So, jetzt sind wir da unten. Haben dann allerdings das Problem, dass wir da nicht hinkommen. Das heißt, wir fahren so. Wir fahren so. Das müsste gehen. Oh. Irgendwas habe ich vergessen. Okay. Nochmal, Weiche so. Okay, hier stellen wir das mal besser. Hier ist es auch richtig gestellt. Dann fahren wir da hoch, geradeaus, links, runter und ins Ziel. So, jetzt müsste es klappen. Sieht gut aus. Sieht besser aus. Und jetzt kann nichts mehr passieren. Ja, auch dieses Level haben wir erfolgreich bestanden. Insgesamt gibt es hier in diesem Spiel in RailMaze Pro 100 Level in der Version 1.0. Gibt es fürs iPad, fürs iPhone jeweils 79 Cent. Leider keine Universal App. Wer Puzzle-Spiele mag, der wird sich daran aber erfreuen. Wir haben uns gerade vom ersten Paket 40% abgeschlossen. Es gibt noch einige weitere. Es wird natürlich kniffliger. Wir können vielleicht einmal hier reinspringen. Ah, das ist nur ein Tutorial. Schade eigentlich. Da muss man Schienen noch hinziehen. Also viel Abwechslung wird da geboten. So, und ich würde sagen, wie gesagt, wer Puzzle-Spiele mag, der sollte hier auf jeden Fall zugreifen. Für 79 Cent kann man nicht viel verkehrt machen.